Die 137. Folge Pokémon Bloody Platinum und während des ganzen Arena-Leiter-Gedöns haben wir uns entschlossen, dieses Webcams-Spezial fortzuführen. Ich sag hallo Pippo. Hallöchen. Und schaffen wir jetzt dieses merkwürdige Donnerrätsel da? Wird sie zeigen. Am Ende der letzten Folge hatte ich es genauso, wie ich es brauchte. Warum geht's jetzt nicht mehr? Muss ich mal von der Seite gehen? Hat das eine Auswirkung? Das kann doch nicht wahr sein. Von hat es doch einmal so gestimmt. Da ging der Gang nach unten. Ach, ja, so stimmt's. Oh, ich bin ein Idiot, ey. Ich bin so ein Idiot. Jetzt. Und direkt mal kämpfen. Das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Nimm den mit. Oh, schon wieder ein Gitarrist. Als Trainer oder Gitarrist brauchst du Hingabe und Engagement, um dein Können weiter zu verbessern. Ist ähnlich wie bei Pokémon. Weil wenn du da kein Engagement hast, dann wirst du sehr schnell verloren in der Welt der Pokémon. Lumpy! My Visiers! Ist also ein kleines Schwein da. Flaschen aus dem Schrott. Ja, genau. So mit seinen komischen Öhrchen da. Seinen imaginären. Klampen. Was? Das? Wer hat das gesagt? Ich bin kinderfreundlich bei Pokémon. So, ich wechsle mal das Pokémon, weil es wird langweilig. Sherox? Hatten wir heute noch gar nicht. Also. Und so. Und da kommt natürlich Lantern. Lantern ist eigentlich ziemlich stark. Auf 79, aber grundsätzlich ist es ein sehr starkes Pokémon. Ich hau den Flügelschlag mal raus. Ja, den hast du auch verdient, ehrlich gesagt. Scheiße, ist nicht sehr effektiv. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, dann müssen wir nochmal zurück zum Pokécenter. Danke. Weil sieht ja nicht gut aus und so. So vom Arena-Leiter wäre schon sinnvoll, wenn wir das vielleicht nochmal machen würden. Muss ich die Rätsel lösen. Jetzt check ich's ja. Sehr schön. Hast du sonst die Belebung eingekauft? Was hab ich eingekauft? Die Belebung und alles. Achso. Ja, damit ich sie im Inventar. Unmengen an nutzlosem Zeug. Ja, Top 4, hallo. Ja, aber auf die Sticker verzichtest du, was? Ja, auf die Sticker verzichte ich. Wer braucht Sticker, ey? Sinnlosester Scheiß ever. Unglaublich. Schlitzer und aus die Maus. Jawohl, das war's mit Lantern. Ein Volltreffer. Naja, Schlitzer halt. Und Hordeo. Deine Eltern müssen dich echt nicht gemocht haben. So, jetzt kann ich da lang. Dann kann ich da lang. Und genau so muss es sein. So, jetzt habe ich schon wieder Mewtwo an der Spitze. Ich suche nicht nur nach starken Trainern, mit denen ich kämpfen kann. Nur des Adrenalinstoßes wegen kämpfe ich. Ich will ihn spüren. Ja, ich spüre ihn auch in jedem Kampf. Richtigen Stelle. Also mit mir hat man auf jeden Fall Adrenalin. Immer. Hedwig! Seine Eltern haben ihn noch weniger gemocht. Mhm. Ihn. Sie es. Ja, was auch immer. Aber ein Elekid haben. Und das Electek, das wollen ja viele von euch in meinem Team sehen. Ja, ich auch. Ich mache erstmal mit Psychokinese mal jetzt den Schluss. Das dürfte Elekid auf gar keinen Fall überleben. Die Spezialangriffe von Mewtwo sind einfach so stark. So, gegen Electek setze ich jetzt Mewtwo ein. Macht Sinn, das ist auch 79 jetzt wahrscheinlich, oder? Nee, 76 sogar nur. Okay. Wundert mich ja, dass sie den Electek nicht auch nochmal eine Weiterentwicklung gegeben haben. Oder haben sie? Nicht, oder? Ich glaube nicht, nein. Ich glaube auch nicht. Bin ich sicher, aber... Wobei Elektro-Pokémon schon eigentlich richtig in was sind. Elektro-Pokémon sind... Wenn du an den Tomato-Hüten denkst. Das ist kein Elektro-Pokémon, das sind Psycho-Pokémon. Beide sind. Nein. Alles ein bisschen. Das ist Psycho-Pur. Hupsi-Daisy. Psycho-Only. So, Psycho-Klinge macht den Rest. Deine Kraft ist beeindruckend. I know. Ich weiß, was noch beeindruckend ist an mir. Das Mewtwo. Das eindeutig. Mewtwo. So, apropos Mewtwo, setzen wir jetzt mal wieder weg und setzen Masche mal wieder ein. Ich möchte, dass auf jeden Fall jeder von ihnen ein Level abkriegt, bevor wir zum Arena-Leiter kommen. Da ist er aber auch schon. Könnte funktionieren. Schauen wir mal. Fump. Bist du eine Kur? Fump. Das hat unser Arena-Leiter mit der Arena angestellt, als ihm langweilig war. Ja, wenn ich einsamer Arena-Leiter wäre, dann würde ich mir das auch überlegen. Fump, Felix. Fritzelblitz! Man sieht. Nein.
Und gehört schon gar nicht. Fritzelblitz. Sonst, die Entwickler waren auch langweilig. Ganz ehrlich, das sieht nicht aus wie ein Pokémon. Also, es sieht auch nicht nach Fritzelblitz aus. Was? Statik paralysiert Maschemeiner, toll. Aber es ist tot, dann kann ich einfach. Tau dir einfach Maschemeiner, scheiß drauf. Voltenso, das kennen wir allerdings. Und da wird einfach mal Tornupto jetzt. Schauen wir mal, was er noch reißen kann. Gucken wir mal, Voltenso. Genau, das noch könnte. Sieht so ein bisschen nach Stahl aus, aber ich glaube nicht, dass es anfällig ist. Aber egal, wird schon Hälfte abziehen, oder? Ja. Genug eigentlich. Ladevorgang. Ich will nicht, dass es lädt. Aber solange es der Gegner ist, soll es mir recht sein. Flammenwurf und dann ist das. Dann hat Ladestoß, Ladevorgang auch einfach gar nichts gebracht. Ich wollte gerade sagen, hey, ich habe da gerade Einsamkeit gelesen und da steht wirklich Einsamkeit. Krass. Ja, Wahnsinn. Und da ist der Level-Up für Tornupto. Immerhin, einer von vier hatte, habe ich dann immerhin schon mal erreicht. Ja. Ja, du musst jetzt mal langsam dich ranmachen, dass du alle Pokémon auf Level 80 denkst. Wäre schon nicht schlecht, ne? Besser wäre das. So, jetzt gehen wir dahin, dann gehen wir dahin, dann... Ach, da können wir einfach durchgehen. Ja, wir sind immun! Wir sind immun, läuft. Jetzt können wir dann dahin gehen, dann dahin, dann können wir nochmal kämpfen. Werde nicht mit Marshall mal kämpfen, weil das wäre gefährlich. Dann setze ich lieber nochmal Mewtwo ein, dann kommt der nämlich auf 76 gleich. Und dann passt das. Ach, du nicht? Ah doch. Da steht ja kein Bock mehr. Ja. Ich bin überrascht, dass du es so weit gebracht hast, aber jetzt ist Schluss. Du hast nicht die geringste Chance, mich zu besiegen. Es dürfte dann auch wohl der letzte Gegner sein, bevor wir zum Arena-Leiter kommen. Oh, der hat die Pichu-Pikachu-Raichu-Kombo. Sehr innovativ. Wahnsinn. Ich meine, was denke ich mir da als Trainer eigentlich dabei? Von nur drei Pokémon. Das macht es auch nicht besser. Ja, vielleicht hat er nicht mehr Zeit, mehr zu trainieren. Nö, haut aber mal Pichu auf 74 hoch, ne? Ja, und bricht die Entwicklung 50 Mal ab. 50 Mal. Ich war nah dran mit Blinfer, aber... Ich bin schon fett geworden. Plomb. Achtung, Achtung und... Da war es einfach down. Ja. Hey, Raichu, cool. Ja, hey, welche Überraschung. Aber was erwartest du von unserem Arena-Leiter jetzt? Raichu ist fett. Ja, komm. Zwei Pikachus gefressen. Ja? Ich glaube nicht, dass er 6 Pokémon hat. Es könnte sein, aber ich traue es ihm nicht ganz zu. Okay. Ja, meinst du, wir haben mit dem aktuellen Team oder er hat... schwer. Es wird schwer. Aber es ist durchaus machbar. Machbar bestimmt, ja. Mewtwo erreicht Level 76. Das wollte ich noch haben. Oder der Arena-Leiter hat das 6. Pokémon und das ist dann übel schwach. Das gab es schon mal so, oder? Ja, irgendwie sowas. Jetzt bin ich ja wieder hier, das ist nicht so gut. Geh ja gleich heilen. Ja. Das dürfte jetzt eh das letzte gewesen sein. Ich muss es alleine heim, weil ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, meine wirklich wertvollen Äther zu verschwenden, damit ich meine AP auffüllen kann. Weißt du, also die sind auch teuer, ne? Die sind auch wirklich teuer. Und das Rätsel war jetzt echt nicht so schlimm, dass ich sag, nie wieder. Wir fahren uns jetzt nochmal schnell heilen und dann fahren wir zum Arena-Leiter. Wir stellen uns vor ihm und da habe ich natürlich noch eine kleine Geschichte zu ihm zu erzählen. Gibt es nämlich eine kleine Hintergrundgeschichte. Aber auch nur, weil wir Pokémon Bloody Platinum spielen. Das ist ja alles ein bisschen anders. Und so hat es mit ihm, gibt es einen kleinen Hintergrund, auf den ich euch aufmerksam machen werde. Aber die meisten von euch wissen es wahrscheinlich eh schon, also von daher ist es wurscht. Ja, ja. Er wurde 1000-mal gespoilert. Ach komm. Das ist unnötig. Halt die Klappe und heil meine Pokémon, Frau. Frau, ehrlich, weißt du? Nur am Labern. So. Arena-Leiter, jetzt müssen wir nochmal ein ganz schwieriges Rätsel lösen. Das mich nur ganz kurz mal aus zur Verzweiflung gebracht hat. So. Ja, ich hab's schon gesehen, ich hab's wieder verkackt. So. So,
So, so, so, so. Fuck. Ach komm, immer falsch gerannt. Grand. 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 Hey, ich rente hier echt gleich. So. Jetzt müssen wir mal sehen, ob ich das jetzt schaffe. Geradeaus ist das nicht. Da. 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 Ah doch, passt schon, passt schon, ja, ja, passt schon, passt schon. Also manchmal ist schon ein bisschen verwirrend. So, dann hier, dann dies, dann jenes. Und dann geht's da weiter. Und dann sind wir hier. Das war einmal so. Dann so, jetzt habe ich's gecheckt. Mittlerweile kann ich mir dann doch ein bisschen was merken. Und dann ist das alles überhaupt gar kein Ding. Denn schon sind wir innerhalb von wenigen Sekunden beim Arena-Leiter, vorausgesetzt, ich finde jetzt heraus, wie ich am geschicktesten zu dem komme. Dann muss ich jetzt noch ein bisschen rumprobieren. So. Gut, da kannst du auch nicht, ne? So. Dann muss ich das da drüben drehen. Nee. So ist ja okay, aber... Ne, da muss ich schon den grünen nochmal irgendwie betätigen, oder? Blau auch. Den blauen meine ich natürlich. Kann ich da... Okay, das ist jetzt mir nicht ganz schlüssig. Das wird interessant. Ja, hilf halt, der Co-Moderator! Ja, es dreht sich halt immer selbiges. Ja. César. So kommst du nicht rauf. Es geht nur so oder so. Kann ich jetzt hier nicht irgendwie runter? Weil ich will auf einer anderen Seite laufen. Du kommst nur so weg? Ich komme nur so weg. Ich glaube, ich hab's. Deswegen gibt es den Weg hier. Und dann stecke ich hier drauf. Und dann gehe ich wieder zurück. Da hat das! Da hat das! Der schlaue Wolf! Ne? Und jetzt stehen wir vor Arena-Leiter. Elsa, Volkner. Und ob wir den achten und letzten Arena-Leiter in Pokémon Bloody Platinum besiegen oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge.